Es ist ein Sinnbild des Grauens, ein Sinnbild der Verschwendung und, um mit Alfred Gusenbauer zu sprechen, es ist die Verluderung der Sitten. Ja, nehmen Sie es zur Kenntnis, Sie sind die fleischgewordene Verluderung der Sitten, die hier im vorigen Jahr in die Taschen der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler gegriffen haben. Und wenn man sich die Anfragebeantwortungen alle durchliest und sich die Details durchliest, könnte man ja fast meinen, dass in der vorigen Bundesregierung, in der jetzigen Bundesregierung, die Hotten und Tottenhausen oder hier Sodom und Gomorra ausgebrochen ist, wenn es darum geht, Steuergeld beim Fenster hinaus zu knallen. Ohne Scham, ohne Moral, ohne Anstand wurde in die Taschen gefasst, um Luxusreisen für die Mitglieder der Bundesregierung zu finanzieren, um die Entourage zu befriedigen. Und ich kann heute feststellen, auch weil Clubobmann Chapp als nächster reden wird, wahrscheinlich das 40. Jahr in Serie zum gleichen Thema, immer in unterschiedlichen Funktionen. Alle vorhergegangenen Bundesregierungen waren volkstümlich gesagt ein Lercherl. Ich hoffe, Sie verstehen, was ein Lercherl ist. Also kommen Sie gar nicht hierher und zaubern der letzten 8 Jahre aus der Regierungsschüssel etc. irgendwelche Rechnungen heraus. Die waren ein Lercherl. Wir stellen hier im Parlament fest, das ist einzigartig in der Geschichte der Zweiten Republik, wie hier seitens Gusenbauer, Faymann, Molterer und Bröll mit Steuergeld umgegangen ist. Und dass die Außenministerin Spitzenreiterin war, ist ja vielleicht noch in irgendeiner Form erklärlich, weil sie ja die Außenministerin ist. Sie kann ja nicht die Maulwurfshügeln der Steiermark bereisen. Das verstehen wir schon, dass sie diplomatische Kontakte knüpfen muss. Aber dass der Bundeskanzler der Republik Österreich, der 1,5 Jahre hindurch zumindest durch Stillstand, durch Streit, durch Barolo-Verkostungen, Verwechslungen mit einem Barroso eher geglänzt hat, die unglaubliche Summe von 855.000 Euro für seine Reisen nach Südamerika, Mexiko etc. gebraucht hat, das ist niemandem erklärbar. Dass ein Verteidigungsminister, der hier in diesem Land das Heereswesen zu organisieren hat, hier in diesem Land für die Sicherheit unserer Heeresangehörigen zu sorgen hat, dass dieser für Dienstreisen noch immerhin die erkleckliche Summe von 163.000 Euro beim Kamin hinausgeheizt hat, das ist durchaus eigenartig. Und ich habe daher auch den Eindruck, und den Eindruck teilen mit mir viele Österreicherinnen und Österreicher, dass offensichtlich die Mitglieder der Bundesregierung ihre eigenen persönlichen Defizite halt mit Auslandsreisen ausgeglichen haben. Dieses psychologische Phänomen kennen wir auch bei Autokäufen von übergroßen Autos, wo man offensichtlich andere eigene Defizite hier versucht auszugleichen. Das ist alles schön und gut. Die Österreicherinnen und Österreicher, die sich so ihre Defizite pflegen, zahlen sich wenigstens ihre Autos oder ihre Reisen selbst. Ihnen wurden sie gezahlt vom Steuerzahler, sehr geehrte Damen und Herren. Und was hier unabhängig davon, dass Gusenbauer, Darabosch und wie sie alle heißen, Spitzenreiter waren und hier Reisen angeordnet haben, ist es doch eine Neuigkeit, dass die Bundesregierung einfach hergegangen ist und sogenannte amtsfremde Personen nicht nur zu ihren Reisen eingeladen hat, was ja an sich noch erklärbar wäre bei Wirtschaftsdelegationen, Unternehmensverbindungen anzuknüpfen mit dem Ausland. Nein, die amtsfremden Personen sind auf Kost und Logis der Republik Österreich in der Gegend herumgefahren. Allein für die Einladung, die ausgesprochen wurde, an amtsfremde Personen durch die österreichische Bundesregierung, wurde Steuergeld von 721.411 Euro verwendet. Keinen einzigen Rückzahlungsbeleg, den wir finden, keine einzige Rückforderung an einen Unternehmer, an einen Journalisten, keine einzige Privatbeteiligung einer Lebenspartnerin, eines Lebenspartners, keine einzige Rückzahlung eines Freundes, der offensichtlich in argentinischen Parlamenten dann geschwängert von Rotwein über die österreichische Innenpolitik philosophiert hat. Das ist das, was wir kritisieren, sehr geehrte Damen und Herren, dass Sie in Ihrer Reisepolitik nicht einmal in der Lage waren, auf das österreichische Steuergeld zu schauen, wenn es darum gegangen ist, amts- und ressortfremde Personen am goldenen VIP-Sitzchen in ihrem Learjet einzuladen.
Und auf diese Fragen, und ich komme daher zu diesen kurzen vier Punkten, Frau Präsidentin. Nein, Herr Abgeordneter, Sie kommen nicht mehr zu den kurzen vier Punkten, weil die 10 Minuten abgelaufen sind. Es tut mir leid, diese 10 Minuten sind bindend und nicht variabel interpretierbar. Einen Satz lasse ich Ihnen noch gelten. Nein, er ist noch die. Daher, wer sind diese amtsfremden Personen und werden sie in Zukunft vorgetragen, dass diese Kosten von diesen Personen zurückgetragen werden und dass in Zukunft auch klare Richtlinien für Auslandsdienstreisen der Bundesregierung gelten, so wie für jeden Beamten auch dieses Landes? Danke.